Die Hoffenheimer sind besser drauf. Die Schalker müssen sich reinarbeiten in diese Veranstaltung hier. Loma kommt nicht richtig hin. Roseler zusammenprall mit Philipp Ochs. Und Schriever unterbricht das Spiel, weil Ochs verletzt am Boden liegt. Und das ist auch richtig so vom Schiedsrichter. Vielleicht haben Sie das Halbfinal-Rückspiel gesehen, was wir Ihnen gezeigt haben zwischen Hoffenheim und RB Leipzig. Letzten Montag live aus der Dietmar-Hopp-Arena, aus dem Dietmar-Hopp-Stadion im eigentlichen Hoffenheim. Und da hat er Ochs das 1:0 erzielt. War ein wildes Spiel. Julian Nagelsmann hat sich da ja sehr sachlich und simpel selber in die Kritik genommen. Denn sie führten mit 1:0 zur Pause und nach der Pause ist ihnen das Spiel entglitten, plötzlich Ausgleich, Rückstand. Und was hat er nach dem Spiel gesagt? Ich glaube, ich habe in der Pause nicht die richtigen Worte gefunden. Ich glaube, das war mein Ding, dass ich die Mannschaft nicht richtig rausgeschickt habe. Und das war da ernst gemeint. Ja, ganz simpel. Hat er sich selber mit in die Pflicht genommen, seine Mannschaft hat dann letztlich das Spiel gedreht zum 3:2-Sieg und zum Endspiel-Einzug. Und da sind wir heute. Ochs draußen zur Behandlung. Ich denke, er wird weitermachen können. Flanke von Koseler. Von wegen, keine Flanke. Die hat er sich aufgehoben für jetzt. Kein Foul, richtig gesehen von Schiedsrichter Schriever aus meiner Sicht. Auch wenn die Schalker das anders haben wollen. Hier im Wattenscheider-Lohr Heidestadion. 16.200 passen rein. Bis auf die Kurve da hinten, wo die Gäste stehen, ist das hier pickepacke voll. So was hat man hier lange nicht erlebt. In der Regionalliga kommen hier deutlich weniger. Wattenscheid gestern letztes Saisonspiel gehabt gegen Wiedenbrück und 2:0 gewonnen. Die Wattenscheider in der Regionalliga West hatten ja kurzzeitig die Lizenz nicht bekommen und nach einem Einspruch waren sie dann doch dabei, haben die Saison abgeschlossen als 13. Wattenscheid 09. Und da denkt man an Suleyman Sané, den wir im Vorlauf gesehen haben, den man in Zusammenhang bringt mit den tollen Zeiten von Wattenscheid 09 in der ersten Liga. Er war ihr überragender Stürmer, ist bis heute der Bundesliga-Top-Torschütze von Wattenscheid 09, historisch gesehen, in diesen 4 Jahren Erstklassigkeit. Jetzt Platte. Platte mit der Flanke und dann hat Rabant den Ball. Felix Platte, einer der Jungs, die schon Bundesliga-Luft schnuppern durften. Zweimal eingewechselt gegen Frankfurt und Werder. Einmal eingewechselt beim Heimspiel gegen Real Madrid. Also das ist einer von denen, die ganz nah dran sind am Profikader. Natürlich regelmäßig mittrainieren, auch noch das ein oder andere Spiel mehr im Kader waren. Stichwort Durchlässigkeit. Wieder Spieler, die aus der Schalker knappen Spiele auf dem Weg sind, sich durchzusetzen. Uiuiui. Fast wäre der Ball durch gewesen. Die kombinieren da nochmal im 16er, auch wenn es schief geht. Aber das sieht richtig gut aus. Wieder war Mees beteiligt. Und jetzt Platte. Die müssen sich da rausarbeiten. Legt rüber auf Loma. Loma, abseits, ja. Felix Schröter war im Abseits. Also Suleyman Sané haben wir angesprochen. Dann müssen wir über Leroy Sané sprechen. Der ist von den Profis wieder zurückgerückt zur U19. Ein bisschen überraschend, dass er nur auf der Bank sitzt. Aber Elgert wird sich was dabei denken. Will das mehrheitliche Gefüge aus der Liga-Rückrunde nicht stören. Und da sitzt Leroy, U19-Nationalspieler, mittlerweile 12-mal gespielt in der ersten Liga. Ein toller Junge, 3 Treffer hat er erzielt.
in der Liga und dann eben noch dieses Mordspiel bei Real Madrid. Das musste man erlebt haben mit 19 Jahren. In Bernabeu reinkommen, 4-3 gewinnen, einen überragenden Fußballabend abliefern, selber mit deinen 19 Jahren ein Teil dessen zu sein. Das war ein gefühlter Triumph, auch wenn sie dann ausgeschieden sind. Und Sané war dabei mit seinem ersten internationalen Tor, das er nie vergessen wird. Leroy Sané. Und das Talent von Papa ist auch an zwei Brüder nicht vorbeigegangen. Kim spielt bei der U23 der Schalker und Sidi spielt bei der U12 der Gelsenkirchener. Und man hört, der sei das größte Talent. Und der Leroy ist schon eine Rakete. Nicht erkämpfen. Die kommen immer wieder dran an die Kugel. Größeres Durchsetzungsvermögen. Im Spiel der Hoffenheimer und die Flanke passt dann nicht. Sind wir mal gespannt, wann dann bei den Hoffenheimern mal einer der Junioren durchrückt hoch in die Profi-Abteilung. Wie gesagt, Niklas Süle da eigentlich bislang das herausragende Beispiel. Jetzt läuft sich Leroy Sané warm. Deswegen der Applaus vom Publikum. Klar, den wollen Sie sehen. Der hat den Schalkern ja umgekehrt eben schon so viel Freude gemacht, als einer von den Jungen, die in dieser, naja, wie soll man sagen, verkorksten Saison, auf jeden Fall nicht so guten Saison aus Schalkers Sicht, viel Freude gemacht haben. Starke Spieler hat er gezeigt. Also Schalke hat abgeschlossen mit den Profis als Sechster. Di Matteo ist noch nicht entlassen, das hat der Verein so kommuniziert. Es gibt keine offizielle Bestätigung des Vereines, dass man sich getrennt hat von Di Matteo. Es heißt, die Gespräche laufen parallel. Wenn es da irgendwelche Neuigkeiten gibt, dann werden wir sie informieren. Letztes Spiel in Hamburg, hat dann auch nochmal alle Schalker Fußballfreunde bedient. Schauen wir jetzt allerdings auf Felix Platte. Felix Platte versucht es aufs kurze Eck, aber Brabant war nicht zu überlisten. Und dann beim Nachsetzen von Schröter hat Schrieber zu Recht abgepfiffen. Kein Abseits. Platte vorbei an Rossipal. Naja, da muss man es abhalten. Also Schalke Sechster, damit nicht direkt in der Gruppenphase der Europa League. Sie sind qualifiziert für die Europa League, müssen aber noch zwei Quali-Runden spielen, wenn Borussia Dortmund Pokalsieger wird. Denn fix gesetzt für die Gruppenphase der Europa League sind der Fünfte, der FC Augsburg, also das steht mal ganz fix fest, und der Pokalsieger. Wenn es Dortmund wird, dann ist Dortmund drin und Schalke muss diese zwei Quali-Runden spielen als Sechster. Wenn Wolfsburg Pokalsieger wird, dann rückt nicht etwa Borussia Dortmund automatisch auf, sondern dann sind der Fünfte und Sechste in der Liga direkt qualifiziert für die Gruppenphase, nämlich Augsburg und Schalke. Und dann muss Dortmund als Siebtplatzierter der Liga oder darf in die Qualifikationsspiele der Europa League. Also, dann werden die Schalker schon aus Eigennutz, und das wird ihnen nicht schwer fallen, im Pokalfinale den Wolfsburgern die Daumen drücken. Und Jörg Dahlmann, den rufe ich jetzt, der hat mir noch unbekannte Gesprächspartner, ich darf mich mal überraschen. Ja, genau. Zunächst einmal Helmut Schulte, der hinter mir sitzt, der ja früher mal für Schalkes Jugendarbeit zuständig war. So ein Herz für Schalke auch noch? Ja, natürlich. Einmal Königsblau, immer Königsblau, aber das wechselt ja, wie wir wissen. Was sagen Sie zum Spiel bisher? Ja, schade, dass die Schalker ein bisschen nervös scheinen. Das Tor hat natürlich auch noch ein bisschen dazu geführt, dass sie die Nervosität nicht ablegen konnten. Aber es ist auch ganz klar verdient. Hoffenheim ist einfach stärker im Moment. Aber das kann sich ja sehr schnell ändern.
gerade im Jugendfußball, wenn da noch ein Tor fällt, steht noch 1-0, alles ist noch möglich, aber die Schalker müssen sich auf jeden Fall steigern, denke ich. Ja, jetzt eben ganz kurz zu Markus Höhner, dann kommen wir zurück. Spiel! Kann man mehr rausmachen. Das war dann mal die Chance für die Schalker, schnell nach vorne zu spielen. Und Platte bekommt den Ball von Loma sehr gut kredenzt und dieser Abschluss dann zu dünn. Und jetzt wieder runter zu Jörg. Ja, was heißt hier runter? Ich sitze hier oben, Markus Höhner, also hoch. Jelle Barski, Ihr Kommentar bisher zum Spiel für VfL Wolfsburg hier, ne? Ja, Hoffenheim sieht besser aus, sind beweglicher, sind irgendwie scheinen die Nervosität eben früher abgelegt zu haben. Können ja schon eigentlich mit 2-0 führen, aber langsam fangen sich die Schalker und ich glaube, die wechseln jetzt gleich, wenn nochmal eine Offensivkraft. Ja, genau, total spannend. Jelle Barski, wenn wir hier, Peter Peters, ich stelle ihm keine Frage, er ist Finanzvorstand bei Schalke 04 und ist zuständig für den Auflösungsvertrag mit Di Matteo, der offiziell noch nicht entlassen ist, heißt es ja von der Pressestelle, aber es geht nur noch um die Ablösung und die Auflösung. Aber ich stelle keine Frage, oder? Genau. Ja, hätten wir das Interview auch geführt mit Peter Peters. Dankeschön. Markus Höhner, bitte. Das ist mal ein cooles Interview. Dass der Interviewer sich vorstellt und sagt, hallo, ich bin der Jörg und ich stelle heute keine Frage. Ist das okay? Ja, ist okay. Er kann nichts sagen, sonst würde er was verkünden, der Herr Peters aus Gelsenkirchen. Hier fiebert er mit der Schalker Mannschaft. Di Matteo war ja beim Karlsruhe-Rückspiel in der Arena noch live dabei. Coole Geste. Ich finde das toll, wenn die Cheftrainer sich blicken lassen. Gisdol habe ich, aber das mag ja Gründe haben, das sage ich nur mal einfach als Beobachter, in Hoffenheim beim Halbfinal-Rückspiel nicht gesehen. Das ist ein wichtiges Signal. Jens Keller ist letztes Jahr extra zum Pokalfinale geflogen, der Schalker, nach Berlin gegen den SC Freiburg. Alle Aufregung umsonst. Es war eine recht klare Abseitsstellung von Platte. So, jetzt kommt Leroy Sané. Und ich finde richtig, was Elgert macht. Er mag Gründe gehabt haben, den Sané erstmal draußen zu lassen. Aber das ist jetzt ein Wechsel. Es läuft nicht. Sie sind verunsichert. Und er bringt jetzt den Spieler, der wahrscheinlich auch anderen Sicherheit geben wird, sofort das Zeichen. Sané übernimmt die Zehnerrolle in der Raute und Lohmar geht ein Stück weiter nach hinten. Und Sané soll jetzt die Schalker mitreißen, mehr Sicherheit geben. Tja, und jetzt wird Jörg Dahlmann bestimmt eine Frage stellen, oder Jörg, trau dich bei Hans Bongartz. Genau, Mr. Wattenscheid hier, nicht nur als Spieler eine Legende, sondern auch als Trainer mit Wattenscheid und natürlich vom FC Schalke 04. Wir gucken eben gerade, ja, so ein bisschen, so richtig lief es noch nicht beim FC Schalke 04 bisher in dieser Partie, ne? Nein, man muss sagen, Hoffenheim ist eine sehr, sehr starke, vor allen Dingen technisch sehr versierte Mannschaft mit schnellen Spitzen. Also ich denke mir, das ist im Moment das Beste in der U19, was wir haben. Jetzt will ich natürlich Hannes Bongartz auch noch fragen. Jetzt haben wir Leroy Sané gerade gesehen, der jetzt eingewechselt worden ist. Glauben Sie, dass der jetzt so den Schalter umlegen kann? Ja, ich denke, er hat ja auch noch etwas Zeit. Er muss sich jetzt auch mal sammeln mit der Mannschaft, vielleicht bis zur Halbzeit. Aber bei Hoffenheim muss man aufpassen. Ich denke, wenn das zweite Tor fällt, wird das ganz, ganz schwer. Man hat 45 Minuten noch Zeit. Und Leroy ist einer, der aus einer Situation die Entscheidung bringen kann. Und die Zeit sollte man ihm lassen. Wenn der Markus Höhner mir erlaubt, würde ich noch eine Frage stellen. Und zwar, wenn schon ein ehemaliger oder ein Trainer hier bei mir sitzt, wen würden Sie denn empfehlen für den FC Schalke 04? Sind doch völlig neutral jetzt. Ja, ich denke, die Nummer 9 von Hoffenheim ist ein ganz interessanter Spieler. Ja, als Trainer. Wenn Sie als Trainer von Schalke 04 empfehlen würden, als Nachfolger von Di Matteo. Nee, kein Problem. Ich bin voll hier bei dem Spiel im Moment. Ja, wen sollte man empfehlen? Ich denke, hätte Kloppo jetzt schon 2 Jahre Pause gemacht, dann würde ich sagen, Kloppo. Ja, dann würden wir aber in den Torf durchdrehen. Ich sag ja, das kann man jetzt nicht machen, aber ich würde mir so einen emotionalen Typen wünschen, jetzt für Schalke 04. Armin Fehnt, wäre das ein Kandidat für Sie? Ich denke, Armin wird sich das nicht mehr antun, nochmal mit Schalke, weil, nein, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil er, so wie man